Ja, lieber Herr Plumpe, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen. Spielräume des Verhaltens auszuloten, ist ohne Frage keine leichte Aufgabe. Dies gilt insbesondere für Zeiten und für Regimes, in denen Verhalten stärker als sonst politisch eng geführt gleichgeschaltet werden sollte. Wenn die moderne Gesellschaft sich im Wesentlichen nach den Grundsätzen funktionaler Differenzierung entwickelt, also Wirtschaft, Politik, Recht und so weiter, sich nach je eigenen Organisations- und Kommunikationsprinzipien vollziehen, dann ist eine durchaus diskutierenswerte Frage, ob der Nationalsozialismus auch den Versuch darstellte, dies zurückzudrehen, den Primat der Politik weit zu dehnen oder auch nicht, und was das jeweils bedeutet haben mag. Die Verbindung, die Politik und Wirtschaft dabei eingingen, standen damit unter anderem Vorzeichen, als dies üblicherweise der Fall ist. Üblicherweise ist allerdings keine besonders scharfe historische Kategorie, wie Sie alle wissen. Wohl an keiner Stelle, zu keiner Zeit, hat man ja davon auszugehen, dass der Einsatz der Wirtschaft ohne Macht der Einsatz der Macht ohne Wirtschaft auskäme. Es gibt also selbstverständlich immer eine Politik der Wirtschaft, genauso wie es eine Wirtschaft der Politik gibt. Es handelt sich immer mithin um ein Feld wechselseitiger Einflussnahmen. Unter dem Vorzeichen totalitärer Herrschaft hat man es folglich auch immer mit einem solch wechselseitigen Kräftefeld zu tun. Und es ist die Frage, was dieses Kräftefeld von einem Feld unterscheidet, wie es sich etwa unter den Bedingungen demokratischer Verfasstheit skizzieren ließe. Dies wird eines der Themen unserer heutigen Veranstaltung sein. Insbesondere wird die Frage zu stellen sein, welche Rolle in jedem Kräftefeld des Zusammenspiels von Politik und Wirtschaft ein Drittes hat, jenes Dritte nämlich, dass man nicht nur mit Rechtsbegriffen, sondern viel weitergehend auch mit Fragen von Moral im Einzelnen adressieren kann. Es ist die Frage, welche Grenzen ein Regime setzt und welche Grenzüberschreitungen ein Regime möglich macht und wie man sich zu ihnen verhält im Blick auf Grundprinzipien menschlichen Zusammenlebens. Dies gilt auch für die Bewertung der Zurechnung und der Zurechenbarkeit, also für die Einschätzung, welches Nichtsehen und welche Nichtverantwortlichkeit in Anspruch oder sogar bewusst in Kauf genommen wurde, um die Möglichkeiten des eigenen systemischen Zugangs zu verbessern, also mehr zu verdienen, größeren Einfluss zu erlangen und so weiter. Diese Fragen stellten sich für die Zeitgenossen der historischen Ereignisse und sie stellen sich, wie verschoben auch immer, auch den Nachgeborenen, zumindest dort, wo man sich um historische Genauigkeit und um historische Gerechtigkeit bemüht. Wir haben hier auch Scholtiseks Buch über die Quanz zum Anlass genommen, über dieses Problem, das unsere Art der Vergangenheitsaneignung und Beurteilung lenkt, einmal mehr systematisch nachzudenken. Dies durchaus auch in gegenwärtiger Absicht, denn der Ausnahmezustand, weiß man als Karl-Schmidt-Jahner immer, erhält auch immer den vermeintlichen Normalfall. Für diese Diskussion haben wir, da freue ich mich besonders drüber, Professor Dr. Werner Plumpe eingeladen, den ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Herr Plumpe hat Geschichte und Wirtschaftswissenschaften in Bochum studiert, ist dort auch promoviert worden, hat sich dort habilitiert, war dann als Hochschuldozent an der Ruhr-Universität Bochum Gastprofessor in Tokio und ist seit 1999 ordentlicher Professor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er ist zurzeit Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Seine Schwerpunkte sind Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit, Unternehmens- und Industriegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Nur diese beiden Dinge will ich hervorheben, weil sie unser heutiges Thema berühren. Vom Plan zum Markt, Wirtschaftsverwaltung und Unternehmerverbände in der britischen Zone. 1987 war, glaube ich, seine Dissertation. Die Havel-Schrift war betriebliche Mitbestimmung in der Weimarer Republik. Und dann hat er zuletzt über Wirtschaftskrisen, Geschichte
und Gegenwart ein allzeit allgegenwärtiges Thema gehandelt. Mit ihm wir diskutieren Joachim Scholtysek, den Sie alle als Bonner Kollegen kennen. Joachim, ich muss dich, glaube ich, hier nicht vorstellen. Das gebührt dem Gast, aber nicht dem Gastgeber an dieser Stelle. Wie gesagt, das Buch zu den Quants war Anlass, diese Diskussion heute Abend zu führen. Ich freue mich über die rege Teilnahme von Ihrer Seite. Wir haben es so verabredet, Werner Plumpe wird beginnen, etwa eine halbe Stunde sprechen, dann wird Joachim Scholtysek spezifisch für den Quants etwas sagen. Danach eröffnen wir die allgemeine Diskussion. Wir laden Sie herzlich danach zu einem kleinen Umtrunk ein, um die Gespräche gemeinsam weiter zu vertiefen. The floor is open. Lieber Werner Plumpe, wir haben das uns. Thank you.